herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Was? Stimmt. Er! Unser heutiger Gast ist ein waschechter Hollywood-Star. Ein waschechter. Made in Germany. Bevor ihr euch zu früh freut, nein, Ralf Möller ist nicht hier. Grüß dich, mein Lieber. Top Bizeps. Er war der Mann ohne Gesicht, Russenbösewicht und ein Bootbewohner. Heute werden wir ihn ein ums andere Mal vor eine pikante Wahl stellen. Macht einen riesengroßen Applaus für Tom Laschia! Komm, haben wir es richtig gemacht? War das gut von uns? Die Aussprache, war die okay? Waschecht habe ich noch nicht gehört, der war neu. Gut, dann bist du ein bisschen weiter nach da, dann können wir jetzt deine Kamera einfangen. Du bist ein absoluter Hollywood-Star, dazu später mehr. Ich will erstmal einen Kommentar vorlesen. Und zwar unter der Folge mit Gregor Gysi gab es einen Kommentar. Und zwar von TheSnance3164. Zurzeit immer wieder eine Überraschung, welche Gäste ihr dann doch noch auftreibt, auch wenn ich nicht weiß oder wissen will, wie ihr das immer schafft. Aber ich feiere das. Weiter so. Unsere Gästeakquise ist die beste Europas. Ja. Und wir versprühen so viel Charme wie euer verkloppender Stiefvater. Und deswegen kommt jeder zu uns ins Wohnzimmer, der ein bisschen was auf sich hält. Tom? Toll. Der beste Beweis. Wir spielen heute ein tolles Spiel. Was stimmt eher? Wir werden dir in jeder Runde zwei fragwürdige Statements vorstellen. Du musst dann immer entscheiden, was stimmt für dich eher? Also welchem Statement würdest du eher zustimmen? Du musst es auch begründen. Ja. Und die Besondere bei diesem Format ist heute, dass wir so ein bisschen eine Special-Version gemacht haben. Es sind wirklich so Sachen auf dich so zugeschnitten, auf die, natürlich auf deine schauspielerische Karriere. Es ist eine Hollywood-Edition. Auf deinen internationalen Weg. Und ich würde sagen, wir starten mit Runde 1. Weltweite Bekanntheit hat viele Vorteile, aber auch Nachteile. Zum Beispiel, dass ich mittlerweile viel zu reich bin. Oder jeden Tag, an dem ich nicht erkannt werde, ist ein verlorener Tag. Was stimmt eher? Nimm uns mit in deine Umwendungen. Also Leute, stimmt eigentlich beides. Das sind zwei völlig richtige Aussagen. Da möchte ich auch gar keine Abstriche machen. Dann nehmen wir beide. Ja gut, Applaus. Nee, also, oder? Was stimmt eher? Also ich muss leider noch arbeiten, sonst wäre ich auch nicht hier. Dazu kommen wir gleich. Das mit dem ersten, mittlerweile viel zu reich. Also es hat noch nicht für eine Wohnung gereicht in Berlin. Ah. Bitte? Weil der Wohnungsmarkt so voll ist oder weil du nicht schön ist? Weil beides. Weil ich es verpasst habe. Weil ich es verpasst habe vor 10 Jahren. Ja, nee. Und jeder Tag, an dem ich nicht erkannt werde, ist ein verlorener Tag. Ja, nee, das bin eigentlich nicht ich. Ich bin eigentlich ganz froh, wenn ich nicht erkannt werde. Ist das so? Ja. Dann nehmen wir jetzt das erste für dich ein. Gut, lock das erste. Benni hat eben auch schon gesagt, er kennt dich auch seit den 90er Jahren. Bei deiner Serie Mama ist unmöglich. Verrückt. Daher kenne ich dich und bin riesig, tierisch aufgeregt. Und du bist ja ein international gefragter Schauspieler. Was ist interessanter für dich, der deutsche Markt oder der internationale Markt? Oder wie unterscheiden die beiden Märkte? Ja, eigentlich ist jeder Markt interessant. Es gibt nur leider auf dem deutschen Markt viel zu wenig gute Drehbücher. Sag ich mal. Also das ist natürlich, wonach ein Schauspieler auswählt, ist die Rolle, das Drehbuch. Und ab und zu gibt es hier auch mal was Gutes. Aber wieso ist das so? Woran kann es liegen, dass die Deutschen das nicht so gut können? Keine Ahnung. Ich glaube, das hat so ein bisschen was mit... Ich kann das jetzt nur mit englischen und amerikanischen Projekten vergleichen. Das ist so ein bisschen ein anderer Mindset, glaube ich. Also, dass die sich mehr trauen müssen. Also einfach, um aufzufallen, um irgendwie mit was Neuem um die Ecke zu kommen. Und in Deutschland ist es immer so ein bisschen alles mit doppeltem Sicherheitsnetz und keiner will sich zu weit vortrauen. Und ich glaube, das hat damit ganz stark was zu tun. Wie viele Bücher bekommst du zugeschickt und wie viel davon sind brauchbar, dass du sagst, okay, da könnte ich mich theoretisch drin sehen? Na, so viele bekomme ich gar nicht zugeschickt. Also das ist... Also kann ich dir ja was schicken? Ich habe eine tolle Serie. Du kannst mir was schicken, bitte. Hauptrolle, es war ja kein festen Wohnsitz in Berlin, deswegen schieße ich einfach dann das Brandenburger Tor. Und dann kann ich spoilern, Hauptrolle ist ein Schwein mit einem Hut. Und das lebt aber in einer völlig verrückten Familie. Ich kann dir einfach mal schicken, die 600 Seiten kriegst du durchgelesen in der Woche. Und da kannst du ja sagen, ob du die Hauptrolle spielen möchtest. Runde 2. Am Set gelte ich als anstrengend, aber ich bin ein Hollywood-Star und darf das. Oder ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, aber solche Promotermine müssen leider sein. Was stimmt eher? So. Ja, definitiv das Zweite. Juhu! Das finde ich erfrischend ehrlich. Aber du hast ja auch schon einige Sachen von uns gesehen, hast du eben schon gesagt zu uns. Also ja. Ein paar Sachen hast du mal reingeguckt und so. Wir sind ja auch cool. Ja, aber ich wollte mich jetzt nicht selber als anstrengend irgendwie hier etablieren. Nein, das machen wir für dich. Hast du irgendwelche Allüren am Set oder so, dass du vielleicht sagst, ich möchte immer Kirschen haben oder so? Oder? Ein Obstteller jeden Morgen, sowas? Ja. Nee. Und eine Flasche Rotwein. Finde ich auch albern. Also, es ist tatsächlich auch wirklich so. Also ich habe mit wirklich die
die Ehre gehabt, mit schon ein paar coolen Leuten zusammenzuarbeiten, die auch sehr bekannt sind. Gerne. Und, bitte, und ich sehe hier auch keinen Obstteller, von daher. Du bist ja auch bekannt, also für, auch mir bekannt, nicht nur wegen Mama ist unmöglich, sondern wegen Game of Thrones. You said there was no Jack and Hagar here. There isn't. A man is not Jack and Hagar. Und, die Serie kann ich ganz schlecht aussprechen, Stranger Things. Where do you want it? It's not my face. Of course not. Must be pretty for your woman. She's not my woman. Dafür gibt's für mich einen Applaus. Wie war das für dich, als dieses Angebot kam? Erstmal, ich glaube, Game of Thrones war ja zuerst. Wie war das, als die Anfrage kam? Hast du da gedacht, die haben sich in der Mail vertan, ich kann gar nicht gemeint sein? Oder dachtest du das? Nee, war super, weil ich meine, das kannte damals kein Mensch. Das war für ich wurde für die zweite Staffel gecastet, die erste war noch nicht ausgestrahlt. Von daher war das völlig unbekannt in Europa. Also dass die Bücher hatten so eine Fanbase in Amerika, aber das war hier, hat das keinem was gesagt. Ich soll den Casting dafür machen. Und das ist bei solchen Projekten halt immer so, du kriegst so ein, zwei Szenen geschickt und nimmst sie dann selber auf dem Handy und schickst die ein. So ist, okay. Und kriegst auch gar keine großen Zusammenhänge. Ich hab in der Mail stand nur drin, mysteriöser Typ, kommt von einer entfernten Insel. Und dann habe ich das durchgelesen und dachte so, der Typ redet von sich selbst in der dritten Person, so ein bisschen Winnetou-mäßig. Konnte eigentlich nicht richtig was damit anfangen und habe das dann aber gleich gemacht und losgeschickt und dann eigentlich nicht mehr dran gedacht. Mhm. Und dann nach 3 Wochen kam dann so der Anruf, ja, dem Produzenten hat es gut gefallen, die würden mich gern mal treffen. Und dann habe ich mal nachgeguckt, was das eigentlich so ist. Und dann wollte ich die auch gern treffen. Ja, und dann ging das so schnell. Aber krass, das heißt, du konntest damals dann auch schon fließend Englisch, du musst ja Englisch sprechen, du sprichst ja nicht auf Deutsch. Ja, klar. Ich habe mal so ein Austauschjahr in Amerika gemacht, also 12. Klasse, und das war ganz gut dafür. Zum Glück hast du es gemacht, sonst hättest du die Rolle wahrscheinlich nicht annehmen können. Ja. Ne? Ich habe selber jetzt Game of Thrones nicht durchgesuchtet, aber es gibt ja die Kritik, dass das... Chabel, du bist ein Serienfan. Wie war das Ende von Game of Thrones? Darf man das sagen? Komm mal rein. Nicht, du musst ja nicht spoilern. Chabel, Serienfan. Halt mal dein Marken-T-Shirt zu. Genau. Das ist dein einziges, aber es will zuhalten. Bitte mal kurz auf die Couch zum Tom. Was ist daran schiefgelaufen? Ach so, es ist Kritik jetzt, okay. Ja. Also man kann es ja ganz kurz zusammenfassen, war leider scheiße. Oh! Also kannst du... Ich war ja nicht dabei. Das war für dich aber Teamkritiker. Dem ist nichts hinzuzufügen. So. Dieser Mann, ich möchte mich entschuldigen, der Mann wird gefeuert, der ist eine Gefahr für uns alle. Und das liegt gar nicht ein. Nächste Runde. Manu, wir Deutschen drehen viel zu viele Filme über den Zweiten Weltkrieg. Oder Manu, wir Deutschen drehen viel zu wenig Filme über den Zweiten Weltkrieg. Was stimmt eher? Warte, muss ich kurz drüber nachdenken. Das Erste. Ja, oder? Das Erste. Alter, ich habe das Gefühl, es gibt immer, dieser Sto- ist natürlich auch eine wichtige Epoche unserer Menschheit. Deswegen ist klar, dass darüber Filme entstehen. Ich habe das Gefühl, in Deutschland gibt es mindestens einmal im Jahr ein Film, der hat dann ganz viel Auszeichnung bekommen, weil das natürlich auch krasse Rollen sind, aber ganz oft Zweiter Weltkrieg, kann man nicht mal irgendwie was anderes machen? Ja, das Interessante ist, das einzige Land, wo Filme über den Zweiten Weltkrieg noch erfolgreicher sind, ist tatsächlich England. Ach krass, wusste ich gar nicht. Und ja, ich glaube, das ist einfach, weil das so das letzte Mal war, dass sie richtig so auf der guten Seite standen. Du bist heute hier natürlich auch wegen einer kleinen Promotion-Geschichte. Nein, ich wollte die Übergang anders machen. Es erschien was Gutes. Und zwar am 28. Juni erschien die deutsche Audible Original Podcast-Serie Marvel's Wastelander, Star-Lord. Und dafür gibt es natürlich einen Applaus. Und erzähl mir mal, was du da machst. Ich habe nämlich auf Instagram dich ein bisschen gestalkt. Du sprichst doch da mit deiner wunderschönen Stimme. Worum geht's in dem Projekt? Ich spreche da Star-Lord, Peter Quill. Und das ist quasi der Auftakt von 6 Staffeln Marvel's Wastelanders. Und es geht im Prinzip darum, dass Star-Lord und Rocket Raccoon, also den man auch aus Guardians of the Galaxy kennt, der Waschbär, von David Striso gesprochen, dass die auf die Erde zurückkommen. Die Erde ist komplett verwüstet, das Böse treibt sein Unwesen. Ja, und wir müssen quasi die Welt retten. Okay, also eine Art Hörspiel quasi, ist nicht so. Genau. Okay. Das sind 10 Folgen in der ersten Staffel. Wie lange geht eine Folge ungefähr? Pi mal Daumen 30 Minuten. Okay, also ein Toilettengang. Perfekt. Ja. Snackable auf jeden Fall.
Wann wirst du Superheld? Wann kann man dich mal vielleicht sehen? In einem ganz, ganz großen Marvel-Film natürlich. Keine Ahnung. Hast du Bock drauf? Ja, natürlich. Du bist ja ein Promi, aber hast du auch mal so eine krasse Fanboy-Situation gehabt, wo du dachtest, boah, krass, dass ich die oder den jetzt treffe und diese Person existiert wirklich und ich stehe gerade neben ihr? Nee, außer heute? Das werde ich ab und zu mal gefragt, aber ich, ja, außer heute, aber ich bin eigentlich sonst nicht so starstruck. Nee. Oder kommentiert bei dir vielleicht jemand? Nee. Du hast ja auch, weil das ja meistens Leute sind, die ich dann so im Arbeitszusammenhang treffe und wo es dann wirklich konzentriert zugeht am Set und wo es irgendwie um die Szene geht. Und da merkt man dann ganz stark auch, dass alle nur mit Wasser kochen. Mhm. Also es gibt natürlich viele Kollegen, die ich toll finde, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann gelähmt bin und dann nicht mehr spielen kann. Aber du hast ja auch extrem viele Instagram-Follower, weit über 700.000, kommentieren auch manchmal so richtig krasse Promis unter deinen Bildern und sagen, hi, great work. Oder sowas. Hast du irgendwas von Dwayne erzählt? The Rock Johnson? Ja, ich habe gesehen, The Rock hat irgendwie kommentiert bei dir. Ganz viele Hunde. Ja, habe ich gesehen. Das ist ein Fake-Account. Nee, das ist hat den blauen Haken. Aber wirklich? Ja, ich glaube schon. Ich lese sofort meine ganzen Instagram. Ja, aber fast 800.000 Follower. Ist das ein Gefühl, dass du sagst, ja, das gehört zum Job dazu? Das ist natürlich immer noch wieder cool, dass du siehst, so, ich komme ja auch international gut an, obwohl ich Deutscher bin. Nee, das ist völlig richtig. Nee, das ist natürlich cool, dass ich das so in den letzten Jahren hingekriegt habe, auch so internationale Projekte zu drehen, weil das ist ja klar, mit dem deutschen Film gibt es zwar auch einige Serien in letzter Zeit, die international ganz gut gelaufen sind, wie zum Beispiel Dark und solche Geschichten, aber wenn man in sowas dabei ist und was dann weltweit geguckt wird, das ist ja auch ein Geschäft. Mhm. Also das ist ja dann für Folgeprojekte ist das... It's a business, Tom. Hilfreich. Yes, very helpful. Runde 4, Finale. Bei einem Die wilden Kerle-Reboot wäre ich sowas von gnadenlos am Start. Ey. Gagenlos. Gagenlos. Deswegen soll... Ich hab gesagt, er soll. Dein Beruf, Tom, ist auswendig lernen und professionell sein. Du bereitest seit ungefähr 6 Wochen, bereitest du dich nicht mehr vor. Was ist denn das hier? Bist du hier Star-Lord? Ich will mich selbst fordern. So, ich möchte mich wirklich hochnotpeilen, ich möchte mich entschuldigen, ich lese es vor. So, bei einem Die wilden Kerle-Reboot wäre ich sowas von gagenlos am Start, ey. Okay. Oder es gibt nur eines, was ich noch viel mehr liebe als die Schauspielerei. Videogrüße für Fans aufzuzeichnen. Was stimmt eher? Und du hast ja internationales Publikum. Tom, kennst du dich auf jeden Fall? Ja, also schwierig. Die Videogrüße werden auch gagenlos? Na klar, natürlich. Ja. Ja. Außer du lädst sie bei memo.me hoch. Okay, ich glaube, ich bin dann doch bei den wilden Kerlen. Okay. Aber du kriegst auch Videogrüße, wir kennen das ja selber auch im Kleinen. Hallo, mein Schwager dritten Grades heiratet und er wünscht sich so sehr eine Videobotschaft. Ja, sowas kriege ich natürlich, das mache ich auch tatsächlich manchmal. Ach, krass. Aber es gibt ja mittlerweile Plattformen, die nichts anderes machen, als Schauspieler zu vermarkten, wo man dann irgendwie oder wo die Leute einen Haufen Kohle zahlen dafür, dass du dann sagst, hallo Uschi, alles Gute zum Geburtstag. Ja, also wenn du Kontakt brauchst, Ralf Richter macht das mit seinem Sohn. Also alles falls du mal Kontakt brauchst, hinter der Kamera kann ich dir gerne weitermachen. Silvia Wollny ist ja auch immer sehr mit am Start. Ich komme drauf zurück. Ja, sehr gut. Hast du denn krasse Fanwünsche von deinen Fans, dass was war der krasseste Fanwunsch? Gib mir ein T-Shirt oder gib mir die Perücke aus Game of Thrones oder sonst irgendwas? Ja, die habe ich ja nicht. Also, nee, krasse Fanwünsche. Ich sollte einmal irgendwie eine Gipsmaske von meinem Gesicht machen. Das ist aber schon sehr lange her. Dann, okay. Hast du es gemacht oder hast du dann... Nein. Ich hatte plötzlich ganz dringend was zu tun. Nee, also sonst, die wollen einfach nur mich. Ja, das finde ich absolut verständlich. Das war Tom Blaschia! Ja! So, willkommen zur Endcard. Willkommen im Internet. Darf ich das machen? Okay. Allmann in Hollywood von Phil Laude. Das gibt's hier oben. Und unten gibt's die letzte Folge von Was? Dem Er! Daumen nach oben und tschüss.